Echter Patientenfall, lange Nüchternphasen, nix essen. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Heute mit einem echten Patientenfall. Und zwar hat die Patientin sehr lange Nüchternphasen gehabt, also sehr lange kein Essen eingebaut, also gefrühstückt und Abendbrot gegessen. Und hatte dann die Fragestellung, warum sie nicht abnimmt. Es ist immer so, wenn wir sehr lange Nüchternphasen haben, gibt es die Möglichkeit, dass die Leber selber Zucker herstellt, weil das Gehirn für die Organe sozusagen ja auch einen Zuckeranteil braucht. Und wenn ich länger als 3, 4, 5, 6 Stunden oder in diesem Falle war es ja sogar über den Mittag bis zum Nachmittag, also die hatte um 8 Uhr oder 7.30 Uhr Frühstück und abends 18, 19 Uhr ihre Abendmahlzeit und hat zwischendurch nichts gegessen. Und diese Zwei-Mahlzeiten-Struktur führt nicht dazu, dass das Gewicht runterging, sondern dass das Gewicht hochging. Der Hintergrund an der Stelle ist gewesen, dass einfach die Leber Ersatzzucker liefert in dem Moment. Und dieser Ersatzzucker über die Leber den Blutzucker halten soll, damit das Gehirn die Organe steuern kann. Und an der Stelle führt es dazu, wenn dann am Abend noch Kohlenhydrate gegessen werden, Teller voll Nudeln, Bratkartoffeln, Reis, Kartoffeln, höhere Menge, dann geht der Blutzuckerverlauf ja auch noch hoch. Wenn ich dann noch, das passiert auch ganz häufig, nach der Hauptmahlzeit am Abend, wenn hier zum Beispiel auch Brot gegessen wird oder warm gegessen wird, dann gibt es viele, die sitzen abends auf dem Sofa und fangen dann an, hier Eis, Schokolade, Chips, Süßigkeiten zu essen. Und sie fragen mich immer, ich will das aber nicht, ich will das weglassen. An der Stelle liegt es daran, dass tagsüber diese sehr lange Nüchternphase ist. Das heißt, Tipp, Essen einbauen, Mittagsmahlzeit, man kann zweimal warm essen, Kohlenhydrate auf ungefähr, jetzt muss ich mal das Eis wegmachen hier, ungefähr eine Handschale voll, zwei Hände voll Gemüse und ein Stück Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, also eine Eiweißquelle dazu. Wer will, kann Zwischenmahlzeiten einbauen, eiweißreich, also Milchprodukte, weil dann geht die Heißhungerattacke runter, weil ich ja dann die Nüchternphase durchbreche. Außerdem muss die Leber dann auch nicht so viel Zucker produzieren. Und dann haben wir den Vorteil, dass einfach die Gewichtsabnahme wieder besser funktioniert, wenn die langen Nüchternphasen durchbrochen werden. Noch ein Tipp, haben wir lange nichts zu essen, also was es ja manchmal auch beim Intervallfasten gibt oder bei den Low-Carb-Geschichten, wenn das nicht funktioniert, muss ich immer das Gegenteil machen, das wäre an der Stelle Essen einbauen. Also das heißt Mahlzeiten einbauen und die Kohlenhydrate etwas anpassen. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt nochmal, wie ein Teller aussehen kann, wenn man diese Portionsmenge hat. Gucken, ob wir das hier jetzt hinkriegen. Genau, hier habe ich zum Beispiel zwei Hände voll Gemüse, einen voll Reis, kann auch Kartoffel oder Nudeln sein. Und dann hätte ich ein Stück Fleisch und hätte sozusagen eine gesunde Variante, wie man den Senf hier natürlich nicht, weiß ich, hat einer der Kinder da wahrscheinlich zwischengemacht. Aber nochmal zurück, so könnt ihr die warme Mahlzeit definieren. Also guckt immer, natürlich kommt dann noch ein bisschen Soße zu, je nachdem wie das Gericht ist. Das panierte Fleisch, wenn ihr Panade habt, was es ja auch gibt, dann kann man immer die Kohlenhydrate weglassen und würde dann aber mehr Gemüse und vielleicht Kräuterquark oder sowas dazu nehmen. Also ein paar Beispiele, Essen einbauen, Essen nicht vergessen, ganz liebe Grüße, denkt daran Plus weg. Und ich wünsche euch einen schönen Abend das ist auch super, egal wann ihr das jetzt seht. Also die Welt beim Video aufnehmen bleibt auch immer spannend. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Fragestellungen habt. Liebe Grüße, eure Sandra.